Und es ist so entscheidend, dass wir in der heutigen Zeit bestehen, dass wir etwas dermaßen auf dem Präsentierteller serviert bekommen, nämlich eine verdrehte Welt. Also eine Sichtweise, die einfach vollkommen eigentlich das Leben auf den Kopf stellt und eigentlich dir ständig suggeriert, dass etwas noch fehlt, dass etwas nicht stimmt, dass du etwas erreichen musst, dass du noch nicht spirituell genug bist, dass du dich noch nicht genügend vom weltlichen Leben verabschiedet hast, dass du vielleicht noch ein Seminar besuchen musst und noch ein Buch lesen und noch ein YouTube-Video angucken und noch und noch und noch. Und das ist diese Fiktion von dem, dass wir noch was erreichen müssen, dass wir in einem Mangel sind und erst wenn wir den Mangel beseitigt haben, dass uns gut geht. Und das ist einfach eine kollektive Gehirnwäsche. Es ist eigentlich eine Grundlüge gegenüber dem Leben, weil das Leben selbst würde uns alles gerne so zur Verfügung stellen, wie wir es brauchen. Vielleicht muss man sich ein bisschen weiter auf den Weg machen zur Futtersuche, wie die Tiere in Afrika, die dann je nachdem von Region zu Region ziehen. Aber grundsätzlich ist ja für alles gesorgt. Und da ist einfach etwas so verdreht und ich erlebe es auch daran, wie die Menschen mit Müdigkeit reagieren. Sagen, ich mag nicht mehr, ich habe genug. Ich habe so viele Prozesse durchlebt, ja. Es muss doch mal reichen, ja. Ich kann doch das nicht noch mal wiederholen. Noch mal, jetzt habe ich noch mal ein kathartisches Erlebnis gehabt. Hört es denn nie auf? Und meine Erfahrung als Therapeut ist, eine Heilung findet dann statt, wenn wir die innere Haltung ändern. Wir können alles machen, aber wenn unsere innere Haltung uns gegenüber und gegenüber der Welt sich nicht geändert hat, findet die Heilung nicht statt. Ja, und das ist der Punkt. Solange wir in einer Wirklichkeit leben, dass uns noch was fehlt, sind wir im Stress. Ja, genau, das Wir löst sind im totalen Stress, ja. Stress Und aus, dieser ne? Stress, den haben wir jetzt seit Jahrhunderten gehabt. Und das sagt das System, weil auch einfach wir wirklich im Aufstieg sind und der Körper merkt es ja. Der hat ja kein Ego. Er sagt, hallo. Es ist bestens, ja, wir haben die besten Voraussetzungen. Wir haben wieder noch mehr Sonnenwinde, wir haben noch mehr dies, noch mehr, es ist alles parat. Ich melde mich, ja, mit allen möglichen Symptomen, hör auf mit dem Quatsch, ja, lass das bleiben und sei einfach. Der Punkt ist auch, dass tatsächlich unsere Körperintelligenz sich wie geradezu manchmal vehement meldet, ja, sie rebelliert, ja, sie macht dich bockig wie ein Kind, ja, sie lässt dich verweigern, sie lässt dich einfach etwas nicht mehr mitmachen wollen, weil der Körper das ja mitbekommt, diese ganzen Schwingungsmuster, also die Matrix verändert sich, eine alte Matrix hört auf, die neue ist am Entstehen, kommt ans Licht und der Körper weiß es sofort. Das heißt, der meldet sich vehement mit mehr Symptomen, also viele berichten das, weil er sagt, ach auf, nimm es mit deinem Ich auch an und lass das alte Zeug gehen, damit du Platz hast fürs Neue. Denn wenn du das alte nicht gehen lässt, ist dein Gefäß so voll, wie soll da was Neues rein? Genau, was du vorhin gesagt hast, mit diesem Antrieb aus dem Mangel heraus, also eigentlich aus dem Mangel heraus, oh, es ist nie genug, immer weiter, immer weiter, immer weiter und noch was, so was so zur Erschöpfung führt. Und dem gegenüber, also da könnte man ja jetzt sagen, ja, was liegt ja in der Natur des Menschen, immer weiter zu wollen? Aber es gibt sicherlich auch dieses Natürliche aus der Freude heraus, aus dem Schöpfungsimpuls, ne? Also weiter zu wollen, aber nicht aus dem Mangel heraus. Ja, das ist spannend, weil Anpassung ist nicht gleich Anpassung. Also es gibt in der Schöpfung tatsächlich einen evolutionären Anpassungsdruck. Das bedeutet, das Leben entwickelt sich weiter. Und das ist wie sozusagen im Frühling, wenn die Pflanzen wieder erwachen, ja, dann wollen sie wieder aus der Erde heraussprießen. Sie haben den Druck der Erde auf sich, aber das Leben möchte und entwickelt einen Gegendruck und passt sich irgendwie an, aber schafft den Weg wieder ins Licht. Und wenn sich die Evolution findet nun mal einfach statt, ob das den Menschen gefällt oder nicht, ja, das Leben entwickelt sich weiter und dann gibt es so einen Anpassungsdruck. Das heißt, alles, was lebt, adaptiert sich daran, verändert sich aber nie gegen das Leben. Also selbst wenn irgendeine Pflanze eingeht, wenn irgendeine Tierrasse ausstirbt, dann stirbt sie ja nicht wirklich aus, sie kommt in einer anderen Erscheinungsform wieder. Und in jedem Fall geht es immer Richtung Leben, Richtung Wachsen, Entfalten, Wachsen und Gedeihen mit anderen Worten.
Was wir in den letzten Jahren, spätestens seit Corona, also regelrecht dermaßen vor die Augen geführt kriegen, ist, du hast dich anzupassen. Aber diese Anpassung geht immer nach unten. Die geht immer Richtung weniger. Ja? Die geht Richtung vorgegebenen Normen. Die geht Richtung Regeln, Gesetzgebungen. Also eine Anpassung, die dir eigentlich das Leben nimmt. Ja? In so eine Enge hinein, irgendwie In in so eine eine enge Enge hinein, Kiste. ja, in eine Enge des Denkens und noch mehr Regeln und noch mehr dies. Und wenn du eine Angst verloren hast, dann bitte haben wir noch eine bessere Angst. Also das ist etwas, was nicht wirklich dem entspricht, was sein bedeutet. Und da wir das aber nicht gewohnt sind, also ist es so dermaßen aberzogen. Wir sind konditioniert, immer etwas tun zu müssen. Ja. Und selbst wenn du Ruhe gibst, dann fängst du da oben an, du könntest aber doch jetzt dann, wo du gerade Zeit hast, dieses oder jenes machen. Ne? Das kennen wir. Ja? Oder dann heißt es, ja, ich möchte einfach mal sein. Jetzt dann ist sein, ist einfach ein Kai Birinha trinken, in der Hängematte liegen, Bali, weiß der Kuckuck was. Ja, gut, dann chillst du, aber das ist nicht unbedingt einfach sein. Ja? Also einfach sein ist ein Bewusstseinszustand. Ja? Und dieser Bewusstseinszustand ist, da bist du mit dir im Reinen, da bist du, fühlst du dich vollständig, da fehlt dir nichts. Das ist ein grundsätzlich anderer Bewusstseinszustand. Und das heißt, das bedeutet, also um 180 Grad die andere Richtung von, was könntest du noch tun, damit es dir besser geht? Was hast du noch nicht gemacht? Hast du auf den Kalender geguckt? Hast du nichts verpasst? Ja? Reicht es, was du getan hast? Und es ist jetzt schon ein paar Jahre her, da habe ich mal gehört, zufällig, dass es einen verdrehten Teilchenspin gäbe. Okay, Da was bin ist ich ein sofort wach geworden. Teilchenspin? Ja, Was Moment, ist ein genau, da Teilchen? bin ich sofort wach geworden und habe gesagt, ja, das stimmt. Ich weiß, dass es das stimmt, aber was bedeutet das? Teilchenspin beschreibt den Bereich von reinem Geist hin zur Materie. Dieser Übergangsbereich. Ja? Okay. Das heißt, wie kommt es aus dem reinen Nichts zur Stofflichkeit? Und wir reden ja in der spirituellen Welt auch immer manifestiere, ja, manifestiere eine andere Wirklichkeit, manifestiere die Dinge, die du brauchst und so weiter und so fort. Also die Energie kommt da dazu und wie geht manifestieren? Ja, super, ich kann mir alles Mögliche manifestieren, vom Parkplatz bis zu sonst was, ja. Das ist alles im funktioniert nur in der letzten Zeit manches immer weniger. Ist dir vielleicht auch schon aufgefallen. Ja? Also manche sagen, warum klappt das nicht? Ich habe es doch mir gewünscht, ich habe es doch visualisiert, dies und jenes. Und es hat damit zusammen, dass wir aus dieser Welt des Machbaren, ich mache das, ich mache jenes, dass die zu Ende geht. Und auch, ich kann es nicht machen. Mein Sein mache ich jetzt mal. Nee. Du kannst es zulassen. Und ich sage, ja, wunderbar, ich kann es zulassen, aber wie geht das? Also ich will es schon wieder machen. Wie kann ich zulassen, machen? Also wir sind so auf, wie mache ich das? Was muss ich tun, programmiert? Das ist ein Schwerfeld zu sagen, es ist ja nicht nur Entspannung, es ist eine ganz tiefe innere Absicht. Und diese innere Absicht ist auch wie ein Zurückfallen ins Urvertrauen. Ja, wunderbar. Urvertrauen. Wer hat ein heiles Urvertrauen? Also nett, dass du das sagst. Ich soll mich ins Urvertrauen zurückfallen. Bist du denn ins Urvertrauen zurückgefallen? Also ist so die Frage, ja. Und es gibt tatsächlich die Möglichkeit, quasi, wo wir erlaubt haben, dass eine Verdrehung im Bewusstsein eingesetzt hat, ganz am Anfang, diese Verdrehung aufzuheben. Und es ist tatsächlich quasi, wie wir mit einer Verdrehung, mit einem falschen Dreh sind, eine Interpretation der Wirklichkeit bei uns sich eingenistet hat und die ist Mangel. Da sind wir bei dem, quasi auch in der Bibel, jetzt hast du den Baum der Erkenntnis des Guten und Bösen gegessen, jetzt wirst du bestraft, was alles Unfug ist, aber jetzt bist du im Mangel. Also musst du jetzt dafür arbeiten, fürs Leben, du kriegst den Apfel nicht mehr so in den Mund, fällt nicht mehr so rein, du musst Schmerzen erleiden, alles Mögliche, du hast etwas Übles gemacht, das ist natürlich eine totale Verdrehung. Erkenntnis führt dich nicht in den Mangel, es führt dich in die Möglichkeit, dass du dich zwischen Fülle und Mangel entscheiden kannst. Du kannst einfach die Wirklichkeit, die du kreierst, ist immer die Wirklichkeit, die du kreierst. Du kannst jetzt bewusst erfahren,
was es bedeutet, wenn du die Kraft deines Bewusstseins in den Mangel manövrierst. Du kannst dich aber auch dafür entscheiden, dass es eine Illusion ist, dass es die Fülle eigentlich tatsächlich gibt. Ich möchte ein einfaches Beispiel bringen. Ich hatte mal zwei Lebensgefährtinnen, schon einige Jahre her. Aber nicht gleichzeitig. Nein, gut, dass du fragst. Nein, nein, hintereinander. Das war auch wichtig, hintereinander. Sonst hätte ich die Frage nicht so haben können. In dem ersten Fall konnte so viel Geld da sein, wie wollte. Es war nie genug, es war immer zu wenig. Es war sozusagen Soll. Die zweite hatte nun wirklich nicht üppig Geld, hat es aber geschafft, mit dem Geld ein Haus zu kaufen, nach dem Motto, bevor ich Miete zahle, zahle ich lieber Raten auf der Bank. Ja. Das hat sie geschafft und hat dann geschafft, mit dem, was sie hatte, immer gut auszukommen. Sie hatte immer was übrig. Sich noch was Schönes zu kaufen, mal nett essen zu gehen, in Urlaub zu fahren. Und jetzt kommt's. Deren Vater war Gärtner. Also er hat quasi ins Leben hineingelegt bekommen, wie du Dinge wachsen und gedeihen lassen kannst. Es war so offensichtlich, dass Geld keine fixe Größe ist, sondern Energie. Und es darauf ankommt, wie du damit umgehst. Ne? Also es war sozusagen damals an D-Mark genug Geld da und einmal verschwand es im Orkus und das andere Mal damals auch noch in D-Mark. Ja, die hat was draus gemacht. Sie hat es wachsen und gedeihen lassen. Und deswegen ist es wichtig in der heutigen Zeit, wo so viel Mangelbewusstsein gefördert und kreiert wird, wie jetzt ist das Leben noch mal teurer geworden. Jetzt sind die Lebensmittel so teuer, der Sprit ist so teuer, das und jenes ist so teuer, dass wir nicht uns davon einfangen lassen, dass wir in einem Mangel leben, der uns das Leben immer mehr erschwert und dass wir uns die wichtigen Dinge nicht leisten können. Und eben, da haben wir jetzt gerade ganz passend nochmal ein Teilchenspin-Seminar, weil da war ich vorhin schon mal, da habe ich gesagt, ich habe keinen Plan. Ja? Also was ist das und wie kann man den wieder zurückdrehen? Es gibt tatsächlich eine Möglichkeit, die Verdrehung aufzuheben. Und das ist einfach genial, weil in meinem Bewusstsein wird quasi der Schalter umgelegt, wo alles, was du verdreht wahrnimmst, weil es so programmiert ist und du musst quasi aus deinem Froschperspektive, wo auch immer du bist, versuchen, irgendwie was stimmt jetzt oder was stimmt wieder nicht, auszusortieren, wie komme ich zurück zur Quelle. Da hast du das wie von oben den Schalter umgelegt und sagst, das stimmt nicht, das stimmt nicht, aber das stimmt. Dem folge ich jetzt. Ja, und ich bin nicht da unten, ich bin da oben. Natürlich bin ich auch noch da unten, aber von da oben, da kann ich mich nach Hause holen. Von da unten aus dem Mangel finde ich den Weg nicht nach Hause. Und da ist es spannend, wie das halt immer ist in der Synchronizität. Gerade jetzt zur Wintersonnenwende tut sich noch enorm viel in der Hinsicht, dass das Christusbewusstsein für uns zugänglich wird. Das steht quasi zur Verfügung. Und es hilft enorm, quasi diese Filter aufzulösen, mit denen wir es quasi immer noch von uns fernhalten.